Hi, grüß dich, hier ist Ralf von erfolgswolf.de und willkommen zum Marketing-Montag und zwar ja, zum ersten Teil einer kleinen Reihe und heute geht es um ja, eines der wichtigsten Teile überhaupt, ja, bevor man sich seinem eigenen Webprojekt Richtung passives Einkommen etc. bewegt, nämlich die intrinsische Motivation. Die intrinsische Motivation ist das, was ein Unternehmen bzw. der Unternehmer an sich benötigt, um genau zu wissen, was er in seinem Leben überhaupt bewerkstelligen möchte. Und damit meine ich jetzt nicht Geld verdienen. Geld verdienen an sich ist ein Nebeneffekt, den man ja, nahezu automatisch bekommt, wenn man seiner intrinsischen Motivation folgt. Das heißt also, stell dir mal vor, du hättest 500 Milliarden Euro auf dem Konto. Ja, mit 500 Milliarden Euro würdest du jetzt erstmal sagen, oh, super, damit fahre ich erstmal in Urlaub, damit mache ich eine Weltreise, da kaufe ich mir ein Haus und 30 Autos und so weiter und so fort. Und dann wirst du feststellen, okay, jetzt habe ich das alles, jetzt habe ich das auch alles gemacht und jetzt sind auch meinetwegen 5 Jahre ins Land gegangen und tja, dann kommst du an einen Punkt, wo du dir denkst, das kann ja nicht alles gewesen sein, also irgendwie, ich habe alles, aber ich bin innerlich unruhig. Ja? Wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann ist das praktisch der Punkt, an dem du dich fragen musst, wozu bist du eigentlich hier? Ja, also für einen, gerade für einen Kleinunternehmer oder jemand, der selber etwas auf die Beine stellen möchte, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn wenn du etwas auf die Beine stellst, nur weil andere sagen, hey, das bringt dir Geld und finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit und so weiter und so fort, du bist aber gar nicht da wirklich hundertprozentig Feuer und Flamme für, dann wirst du die ganze Zeit ein Unbehagen haben. Ja, da kannst du so viel Geld verdienen, wie du willst, du wirst trotzdem unzufrieden sein, es wird relativ, ja, du kannst dich selber nicht mehr motivieren für bestimmte Stunden, die du arbeiten musst. Und dieser Punkt ist eigentlich mit der wichtigste, bevor du überhaupt anfängst, irgendwas im Online-Business zu machen. Bevor du eine Keyword-Recherche machst, eine Website baust, dir irgendein Content-Management-System anlegst, etc. pp. Wenn du nicht weißt, was deine intrinsische Motivation eigentlich ausmacht, ja, dann kannst du es eigentlich auch gleich sein lassen. Und diesen Punkt zu finden, ist extrem schwierig. Also seine eigene Leidenschaft herauszukristallisieren. Jetzt wird man sagen, ja, wieso? Ich weiß doch, was ich am liebsten mache. Ja, ich fliege lieber jetzt immer 14 Tage nach Mallorca, ist doch prima. Aber es ist das, was du wirklich bis zum Lebensende machen würdest. Immer wieder, wenn du aufstehst. Ja? Und meine Leidenschaft zum Beispiel, ja, meine Leidenschaft, um die herauszukristallisieren. Ja, bei mir hat es lange auch, ja, lass mich nicht lügen, aber ich habe bestimmt 3, 3,5 bis 4 Monate, jeden Tag, jede Nacht habe ich immer drüber nachgedacht. Ich so, mein Gott, was würdest du denn dein ganzes Leben lang machen, selbst wenn du unendlich viel Geld auf deinem Konto hättest. Und ich würde nie aufhören, mein Wissen zu teilen. Ja, ich lerne unheimlich gerne und ich teile das unheimlich gerne. Das heißt, selbst wenn ich morgens aufstehe und ich habe jemandem anderen nicht vielleicht einen anderen Aspekt, eine andere Motivation mitgeben können, irgendwas Neues vermitteln können, dass er etwas davon hat, irgendeinen Nutzen davon hat am Tag, dann bin ich tief unzufrieden mit mir selber. Und wenn ich am Tagesende es geschafft habe, etwas zu vermitteln, so jetzt zum Beispiel der Tipp am Marketing-Montag, ja, dieser Start dieser kleinen Reihe, dann ist es für mich so, dass ich mich besser fühle und mir schon sage, ja, es hat wieder was gebracht. Ja, also genau das ist das Ziel. Und die Motivation eines Menschen, das kann alles Mögliche sein. Ja, das ist so, du könntest auch sagen, ja, ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag die Welt verändern muss. Ich muss jeden Tag versuchen, den Status quo anzugreifen. Ja, dass es ja nicht so bleibt, wie es gestern der Fall gewesen ist. Oder du sagst, ich muss auf jeden Fall immer anderen Menschen helfen, etwas zu essen und zu trinken zu haben. Also ein Mensch, der in der dritten Welt, ja, aushilft und das auch jeden Tag mit voller Inbrunst tut. Ja.
Natürlich gibt es dann auch Menschen, je nach Charakterzug, die dann sagen, intrinsische Motivation hin oder her. Ja, ich will einfach nur so viel Geld haben, dass ich den ganzen Tag nichts mehr machen muss. Und dann kannst du dir sicher sein, dass ich schön auf Hawaii bin, ja, in der Hängematte. Und dann mache ich mein Leben lang nichts mehr, außer Cocktails zu schlürfen. Ja, dann ist die intrinsische Motivation dieser Person die Faulheit. Ja, die haben für sich dann entschlossen, ja, faul zu sein ist total cool. Ja, es kann alles Mögliche sein, nur du musst es finden. Du musst diese intrinsische Motivation für dich finden. Und erst dann, wenn du das wirklich hast, kannst du den nächsten Step angehen. Nämlich dir dann wirklich, den ich dir beim nächsten Marketing-Montag dann mit auf den Weg geben möchte. Und mehr dazu, auch zu intrinsischer Motivation und zu der gesamten Reihe, eine Reihenfolge, wie du dich selber praktisch im Online-Business bewegst, wie du dir selber was aufbauen kannst, erfährst du auf erfolgswolf.de. Und dort würde ich mich freuen, wenn du noch nicht Rudelmitglied bist, dass du Rudelmitglied wirst. Und ja, dann sehen wir uns am nächsten Marketing-Montag wieder. Bis dann, dein Ralf. Ciao.